herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technik Ranch mit Herrn Georg Schnurer und dem Herrn Moritz. Hallo und willkommen. Ja, auch dieses Mal wieder drei wundervolle Themen. Kurz und knackig, es geht um das Thema Tonaufnahmen, Sprachaufnahmen, Gesangsaufnahmen. Was gilt es zu beachten? Wo kann man da auf die Nase fallen? Was für ein Equipment sollte man haben? Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Danach wird es total mobil. Nichts ist schlimmer, als wenn das Smartphone unterwegs keinen Strom mehr hat. Aber dagegen gibt es ja Powerbanks. Wir haben uns 9 Stück angeguckt. Ein Überblick über aktuelle Powerbanks in dieser Technik-Ranch. Ja, und zum Schluss kommt mal wieder was aus der Rubrik Schnurrers Lieblingsthemen. Raspberry Pi als Retro-Game-Emulator. Schöne Sache, macht total Spaß für alle die Leute, die immer mal wieder Donkey Kong oder irgend so etwas Altes, Abgehangenes spielen wollten. Wir schauen uns an, wie das geht. Auf geht's. Gucke, aber sofort. Yeah! Wenn die Technik Ranch beginnt, ist das der Zeitpunkt, an dem der interessierte Zuschauer der Technik Ranch von uns gute und informative Verbrauchertipps zu sehen und zu hören bekommt. Und das Wort Verbrauchertipps, das war schon gerade leicht verschluckt. Daran erkennt man, ich habe gerade einen Text nicht original eingesprochen in dieses Mikrofon, das auch per USB quasi direkt an den Rechner angeschlossen werden könnte, wenn man es wollte. Aber mehr. Und mehr Informatives jetzt vom Herrn Schnurer zum Thema Tontechnik, Aufnahmetechnik und was man noch alles berücksichtigen sollte. Sauer sprechen muss man auch dabei. Ja, genau, das wollte ich gerade anmerken. Ja. Das Wichtigste ist natürlich erstmal eine klare und saubere Aussprache. So soll es sein. Aber nein, viele Leute werden sich, also gerade regelmäßigere Zuschauer werden sich natürlich an den Kopf fassen und fragen, was machen die Jungs da, weil Tonaufnahmen und überhaupt Ton- und Technik-Ranch, das sind ja zwei Dinge, die manchmal nicht wirklich zusammengepasst haben in der Vergangenheit. Wir hatten da ja eine ganze Menge Probleme mit Knirschen, Knasten und irgendwelchen Tontrollen, die sich bei uns eingebürgert hatten. Der Schlürffaktor war auch dabei. Schlürf- und Atemgeräusche natürlich sind auch immer wieder gern genommen, aber trotzdem, wir wollten es mal wagen. Mhm. Wir haben auch ein bisschen Unterstützung dabei. Die Kollegen von der CT haben sich mit dem Thema Audioaufnahmen zu Hause und auch mal auf Veranstaltungen ganz intensiv beschäftigt. Wir wollen heute vor allen Dingen den Aspekt Technik mal berücksichtigen. Das heißt, wenn ich zu Hause vorhabe, mir ein Hörspiel einzusprechen, dabei ein bisschen professionellere Ansprüche habe, wenn ich zu Hause meine Gesangsmuskeln spielen lassen möchte, was muss ich dabei beachten? Was brauche ich da an Technik und sonstigem Equipment, damit das Ganze vernünftig funktionieren kann und damit sich das nicht anhört wie der Tenor in der Badewanne? Mhm. Genau. Darum soll es gehen und Badewanne ist auch gleich mein erstes Stichwort. Der Raum, wo ich die Aufnahmen mache, der bestimmt natürlich auch ganz wesentlich, wie das sich hinterher anhören wird. Wenn ich in der Badewanne oder im Badezimmer singe, ist es völlig klar, da habe ich unheimlich viele Wände, die wunderbar den Sound oder die Tonwellen reflektieren können. Dann habe ich super Echo, das ist so fast so wie in einer schlechten Karaoke-Bar, wo man dann den Hall so aufgedreht hat, damit jede Stimme klingt, als sei da was dahinter. Klar, im Badezimmer würde ich sicher keine Aufnahmen machen. Dasselbe gilt aber auch für andere Räume. Wohnzimmer zum Beispiel kann auch relativ schnell problematisch werden. Außer ich habe dort sehr dicke Teppiche, sehr dicke Vorhänge und quasi alle möglichen Stellen, wo es reflektieren kann, abgedämmt. Dann habe ich eben schon mal eine schöne Möglichkeit, dass der Sound natürlich herumkommt. Idealerweise würde ich natürlich Aufnahmen draußen im Freifeld ohne Wind und ohne sonstige Störungen, ohne Autobahn in der Nähe machen. Da hätte ich eigentlich die besten akustischen Verhältnisse, denn da wird die Stimme oder auch der Gesang in keiner Weise reflektiert. Das heißt, es kommt so viel wie möglich vom Original beim Mikrofon an. Aber ja, wer hat schon so viel Freifläche? Und vor allen Dingen, wo ist es denn wirklich so dermaßen still, außer einer Wüste Gobi vielleicht, wo kein Nebengeräusch auftaucht. Aber auch noch gesagt, jetzt sagen manche Tonpuristen, wahrscheinlich auch Tontechniker, der eine oder andere schaut ja auch zu, ja Leute, das geht ja gar nicht. Also wenn dann schon
ne, professionell dann auch Sprecherkabine. Klar, zum Beispiel, logisch, ne? Sicher. Gesangsstudio, mhm. Sprecherkabine, das ist natürlich die professionelle Lösung. Ja. Wer tatsächlich sowas regelmäßig macht, der kann drüber nachdenken, sich einen speziellen Platz oder einen speziellen Raum gar dafür einzurichten. Wir hatten das früher, als wir noch versucht haben, selbst Musik zu machen in meiner Schülerzeit. Da hatte man die mit Eierkarton beklebten mhm. Kellerwände und Kellerdecken, sehr zur Freude der Eltern. Klar, sowas geht natürlich auch. Dafür gibt es auch professionellere Lösungen als Eierkarton, wobei Eierkarton gar nicht so schlecht ist von der Akustik. Mhm. Aber also ein Single-Haushalt, der hat da wohl weniger Probleme, aber wenn die gute Ehefrau nach Hause kommt und Männlein hat dann die Zimmerwände voll mit Eierkartons, ist ja nett anzuschauen, aber so richtig freuen wird sie sich auch nicht. Normalerweise definitiv mhm. Verweise in der A- und B-Note. Mhm. Also nächstes Hörspiel mit Streit ist gesichert. Ja. Auf jeden Fall. Okay, aber da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ja. Wollen wir mal langsam auf den Punkt kommen? Genau. Also, man kann natürlich zu Hause einiges tun. Am einfachsten ist das mit quasi so Sprechergarnituren. Das sind im Prinzip so Halbbögen, mittelgroß, die man auf den Schreibtisch stellen kann, rund um das Mikrofon. Dann duckt man sich so ein bisschen in das Ganze hinein und dann kann man da tatsächlich fast wie in einer richtigen Sprecherkabine sprechen. Wenn man dann auch dafür sorgt, dass hinter einem kein Spiegel oder kein Fenster ist, dann ist man schon auf einem recht guten Weg. Will man diese Investition jetzt nicht tätigen, geht es natürlich auch noch deutlich günstiger. Die dicke Wolldecke auf zwei Stativbeinen oder irgendwie auf zwei Leitern hinter sich mhm. gespannt, sodass man quasi die Reflexionen abdämmt. Wenn man das Ganze noch kuscheliger haben möchte, also eine noch nähere Atmosphäre generieren will, kann man die Decke auch noch oben drüber machen, also quasi über den Kopf. Dann hat man ein so ein fast Bergwerk-höhlenartiges mhm. Geräusch, was dann darüber kommt. Und dann hat man eigentlich schon mal ziemlich gute Voraussetzungen, wenn man also den Raum so weit eingerichtet hat, dass es nicht zu viele Echos gibt. Und dann kann man weitergehen zum nächsten Schritt. Der Text, der Gesang muss ja irgendwie aufgenommen werden. Dafür verwendet man normalerweise ein Mikrofon. Mhm. Eines hatte der Kollege Morawitz ja schon hier auf dem Tisch. Und ein zweites nehme ich jetzt einfach mal in die Hand dazu. Also es gibt da mehrere Varianten. Das war zum Beispiel das, was ich ja schon eben gerade aufgezeigt habe, ist die USB-Variante. Damit könnte man quasi von diesem Mikrofon direkt auf den Rechner gehen. Mhm. Laptop, wie auch immer. Ich würde aber jetzt gerne einen Schritt zurücktreten, okay. Nämlich erstmal, bevor wir das Ende, wo der Sound elektrisch rauskommt, nehmen, wollte ich gerne das andere Ende nochmal angucken. Gut. Nämlich der Sound oder das Ende, wo der Sound elektrisch oder quasi, wie kommt er rein? Akustisch kommt er natürlich rein, also durch Wellenbewegungen, durch in Schwingung versetzte Luft. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu erfassen. Der Klassiker ist das dynamische Mikrofon. Das ist sowas, was ich hier in der Hand habe. Ich schraube das hier mal auf, ganz mutig. Ja, es geht alles gut. Und dann sieht man schon so ein bisschen, das sieht jetzt aus im Prinzip wie so ein umgedrehter Lautsprecher. Hm. Das heißt, ich habe hier eine Membran, die in einer Spule hängt, an der eine Spule ist. Die hängt dann quasi in dieser Konstruktion und schwingt hin und her. Und je nachdem, wie das Ganze jetzt aufgebaut ist, das ist hier jetzt eine außenstehende Spule und da drin eine quasi kleine zweite Spule, die sich bewegen, werden die Bewegungen dieser Membran übertragen, in elektrische Signale gewandelt und dann quasi nach hinten rausgegeben. Das ist so das eine Prinzip, was ich habe. Großer Vorteil dieser dynamischen Mikrofone, sie sind relativ robust, sie sind auch relativ unempfindlich, was also Bewegungsgeräusche von hier hinten anbelangt, weil sie eben tatsächlich ganz gut abgeschlossen sind. Sie haben automatisch hier vorne einen Schutz drauf. Damit habe ich auch einen Schutz gegen dieses Poppen. Das sind also, wenn ich P-Laute ausspreche, dann macht es meistens so ein knallendes Geräusch. Und dagegen hilft das schon mal ganz gut. Es kann noch ein bisschen besser werden, indem man wirklich noch so einen kleinen Mikrofonschutz drüber zieht. Genau, man kann da noch den Schaumstoffpampel drüber setzen. Wie man es hier sieht, ähnlich so mit dem kleinen Filtern. Das wären die dynamischen Mikrofone. Großer Nachteil beim dynamischen Mikrofon ist, es hat ein sehr, sehr schwaches Signal, was da rauskommt. Man kann sich vorstellen, da bewegt sich also so eine Spule in einer anderen Spule. Da wird nicht so viel Spannung induziert. Das ist ganz wenig Signal. Das heißt, das wird also relativ schnell problematisch. Ich muss also dann relativ hoch verstärken. Und das kann dann schon zu Problemen führen. Darum gibt es noch eine zweite Methode, wie man quasi den Schall umwandeln kann in elektrische Signale. Und zwar sind das die Kondensatormikrofone. Kann man sich so vorstellen, dass man quasi zwei Kondensatorplatten nebeneinander hat. Und
die Luftschwingungen ändern jetzt den Abstand. Dadurch ändert sich die Kapazität und dadurch kann ich jetzt quasi das umwandeln in ein elektrisches Signal. Nachteil dieser Kondensatormikrofone ist, sie brauchen eine Versorgungsspannung. Mhm. Üblicherweise 48 Volt, das ist die sogenannte Phantomspeisung. Die wird dann quasi über diese meistens XLR-Anschlüsse zugeführt. Wobei das jetzt keine Phantomspeisung braucht, weil es ist ja ein dynamisches Mikrofon. Mhm. Aber ja. Hier drin beispielsweise sitzt tatsächlich ein Kondensatormikrofon. Mhm. Und zwar auch noch in der Version mit einer Großmembran, also mit einem relativ großen Kondensatorplättchen. Das hat, wie gesagt, den großen Vorteil, dass ich relativ, über einen relativ weiten Bereich die Frequenzen sehr genau aufnehmen kann. Das heißt, es hat eine sehr gute Dynamik, aber es hat natürlich auch einige Nachteile. Ich muss unheimlich aufpassen, dass ich da nicht anfasse. Deshalb wäre also dieses Mikrofon in die Hand zu nehmen, wäre eine saublöde Idee. Ich muss auch mit den Bewegungen, die ich damit mache, aufpassen, weil ich da relativ leicht tatsächlich auch Veränderungen bekomme. Deshalb hat dieses hier jetzt nicht nur diese eine Hülle, sondern noch zusätzlich einen Popschutz da vorne, damit ich das, die Sprache also möglichst ohne diese Poplaute, ohne diese Störungen reinkriege. Bei Kondensatormikrofonen muss ich auch extrem aufpassen, dass ich sie nicht übersteuere, das heißt nicht zu viel Signal reinbringe, also der berühmte schreiende Sprecher, das wäre da definitiv unerwünscht. Ja, und darum hat man halt für unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedliche Mikrofone. Man kann also auch mit Kondensatormikrofon, wenn man das entsprechend macht und wenn man sie entsprechend teure kauft, tatsächlich Gesang aufnehmen. Aber üblicherweise verwendet man sie eher für Sprechersituationen. Genau, hier ist ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, das ist ja eher so diese Interviewsituation. Keiner, der jetzt ein Hörspiel oder Hörbuch einsprechen würde, hält das so und liest seinen Text ab und macht so, sondern da ist ja dann wirklich schon die Variante, manche haben es ja auch hängend. Genau, so, im Studio hängt das normalerweise an der Wand. Okay, also grundsätzlich zwei verschiedene Techniken. Dynamisches Mikrofon, ideal für den Außeneinsatz, ideal, wenn ich es in der Hand habe. Problematisch wegen der relativ schwachen Signale, die ich dort rausbekomme. Auf der anderen Seite das Kondensatormikrofon, das eben seine Speisespannung braucht, das einen sehr guten Dynamikumfang hat, aber wieder sehr empfindlich gegen Berührungen ist, sehr empfindlich gegen zu stark schwankende Lautstärken. Also da sieht man schon, das sind die beiden unterschiedlichen Grundtypen, die ich dann habe. Aber das war es ja noch nicht komplett. Normalerweise, wenn ich also ein Mikrofon habe mit so einem, ja, sei es jetzt Kondensator oder auch so einer Membran, dann habe ich üblicherweise eine ganz runde Charakteristik. Das heißt, egal von wo der Schall kommt, rundherum wäre das immer gleich gut. Das ist aber eigentlich nicht das, was ich möchte. Bei so einem Mikrofon beispielsweise möchte ich eigentlich, dass der Klang, der von vorne kommt, möglichst gut draufkommt. Deshalb hat man hier auch schon gesehen, die Membrane steht also quasi so und nicht so. Damit habe ich schon mal, wenn ich hier von der Seite spreche, weniger Empfindlichkeit, als wenn ich von vorne sprechen will. Mhm. Das ist bei diesem Mikrofon genau andersherum. Dort steht die Membrane so und ich habe damit in diese Richtung wieder mehr Empfindlichkeit. Nach hinten, klar, Geräusche von der Hand möchte ich möglichst wenig haben. Geräusche, die nicht zum Programm gehören, möchte ich auch irgendwo abschirmen. Insofern haben diese ganzen modernen Mikrofone heute eine Charakteristik. Typischerweise die einfachste Variante ist diese sogenannte Nierencharakteristik, das heißt nach vorne, in diesem Fall hier bei diesem hier jetzt nach oben, ist der Empfangsbereich relativ groß und wird nach hinten und zur Seite immer weniger. Das gibt es noch in einer anderen Variante, die sogenannte Superniere, da ist das Ganze nochmal ein bisschen eingebeult. Und die dritte Variante ist die Keule, das ist also quasi das Extrem. Da habe ich eine sehr starke Richtcharakteristik nach vorne. Das kennt man dann schon von diesen langen Röhren, die man manchmal bei TV-Teams sieht. Das sind also typischerweise dann Mikrofone mit sehr starker Richtcharakteristik nach vorne, mit einer typischen Keule als Charakteristik. Genau, dass die Quelle quasi schon fast angepeilt, auch sauber aufgezeichnet bzw. mitgenommen werden kann. Das ist auch das, was man bei einer Videokamera beispielsweise klassischerweise eingebaut hat. Das sind Mikrofone mit Keulencharakteristik, sodass sie also sehr stark den Sound von vorne aufnehmen, nicht so stark von der Seite und am besten überhaupt nicht von hinten. Gut, jetzt haben wir das Mikrofon. Jetzt muss der
umgewandelte Klang noch irgendwie. Ach so, ja, der Morawitz lässelt mit der Spinne rum. Ich habe die Spinne in der Hand, wollte mal. Es liegt sie ja auch so schön. Also, das zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit. Hier sehen wir diese Möglichkeit der Halterung, ne? Das ist dann diese Variante. Oder halt eben auf einem Stativ befestigt. Auch das Mikrofon zum Beispiel hier. Ich will das mal so provisorisch hier so einhalten, wenn das dann richtig befestigt würde. Halt eben so auszurichten. Genau, um dass man damit arbeiten kann. Also das ist quasi nochmal eine Dämpfungsmöglichkeit. Genau. Man sieht das ganz gut hier drin, habe ich quasi den Halter. Da spanne ich das Mikrofon ein. Und dann habe ich hier Gummibänder. Und damit wird quasi das innensetzende Mikrofon wird vom Rest entkoppelt. Trittschall ist so eine ganz typische Sache, aber eben auch, wenn ich hier so auf dem Tisch bin und da rumbollere, damit das nicht direkt ins Mikrofon geht. Dafür kann man eben noch solche Spinnen sich für das Mikrofon kaufen. Werden vor allen Dingen für Kondensatormikrofone eingesetzt, seltener für Dynamikmikrofone. Ja. Man muss dabei extrem darauf achten beim Kauf, dass die wirklich zum Mikrofon passen. Also diese beiden hier würden sich jetzt schlecht verheiraten lassen, weil das einfach nicht passt. Also da sollte man dann sehr genau darauf achten, was hat mein Mikrofon für einen Durchmesser, weil der Spannspielraum hier ist relativ klein. Gut, so. Jetzt aber zum hinteren Ende des Mikrofons. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, eine Variante da rauszukommen ist natürlich über XLR, typischerweise dreipolig. Und dann geht es von dort aus quasi weiter zu meiner Aufnahmequelle. Die Aufnahmequelle, das kann jetzt ganz unterschiedliche Sachen sein. Es kann natürlich im einfachsten Fall die Soundkarte des PCs sein. Aber da wird es dann schon wieder schwierig, wenn ich dann da mit XLR rein möchte, brauche ich irgendwelche Umsetzer, ich brauche Zwischenverstärker. Üblicherweise muss man dann irgendwas dazwischen basteln. Professionelle Lösung ist natürlich, ich habe ein Mischpult und dann komme ich dann auch mit mehreren Mikrofonen rein, kann das zusammenmischen und dann eben direkt in den PC geben oder eben in mein anderes Aufnahmegerät. Es muss ja nicht zwingend der PC sein. Wenn ich mal kurz helfen darf, ich nehme das aber mal eben so in die Hand hinein. Es gibt auch in der Tat diese Mischpult-Versionen, wo man zum einen mit XLR-Audio-Ausgängen arbeiten kann. Man kann aber auch, lieber Herr Schnurrer, in dem Fall mit USB raus. Genau, da oben ist es. Das ist hier die Möglichkeit. Also man kann wunderbar mit XLR reingehen. Man kann aber auch mit USB raus oder auch halt eben mit XLR. Also das ist schon eine schöne Variante, wo man sagen kann, wenn man vernünftiger arbeiten möchte, auspegeln. Ne? Hier ist auch die Pigmeteanzeige. Dann hat man es vernünftig. Das Ganze noch den Rest am PC ein bisschen einstellen und dann passt das. Ne? Genau, da kann man das quasi in so einem mittelkompakten Gerät hinkriegen. Ja. Die andere Variante, wenn ich also sage, okay, ich möchte jetzt in den PC hinein, bin vielleicht unterwegs, ist eben das, was wir an diesem Mikrofon gesehen haben hier. Es gibt halt auch Mikrofone mit integriertem USB-Ausgang. Das heißt, da ist der Wandler schon mal drin und ich habe hier eigentlich nur noch ein USB, wo ich dann ganz normal ins Notebook kann. Ist natürlich ideal, wenn man unterwegs ist, wenn man nicht so viel mit sich rumschleppen will. Man kann sich vorstellen, auch noch so ein Mischpult da durch die Welt tragen. Das wird dann irgendwann ein bisschen mühselig und dann ist das eben eine ganz nette Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit im Zusammenhang mit Mikrofonen sollte man auch noch nicht unerwähnt lassen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die Mikrofone mit Funk arbeiten. Das wäre dann diese Variante. Wir nehmen auch dieses Mikrofon in der Tat und haben hier einen Sender. Das heißt, wir verbinden die beiden hübschen ganz nett miteinander. Nehmen also nicht diese Festvariante wie XLR-Kabel, sondern jetzt können wir quasi drahtlos arbeiten. Genau, jetzt kann man das Ganze drahtlos übertragen. Wenn da jetzt also quasi noch der Empfänger dran hinge, als Beispiel, geben wir das Gesamtsignal dann in die Aufzeichnung hinein. Genau, das wäre die andere Variante. Radios ungefähr, die Dinger können, sage ich mal, in freier Fläche, sind die, wir haben das mal ausgetestet beim Drehen, also 100 Meter weg gewesen, geht immer noch gut. Ne? Kommt das hängt ein bisschen an. Von dem Sender-Empfängerpaar ab, natürlich auch davon, wie viel Störungen man sonst noch so hat, aber üblicherweise... Wenn ich Keller bin zum Beispiel, der mit Stahlträgern versehen ist, dann komme ich nicht dann weit. Dann kommt man nicht sonderlich weit, aber selbst draußen hängt es auch davon ab, was da noch für andere Leute mit den Funkfrequenzen unterwegs sind. Man sollte auch ein bisschen aufpassen, es gibt nur bestimmte Frequenzen, die zugelassen sind für das Thema Funk und für manche dieser Lizenzen braucht man wiederum
von dieser Funkfrequenz braucht man tatsächlich eine Lizenz. Und einige sind auch reserviert. Also man kann da, wenn man die falschen Frequenzen hier einstellt, ganz schnell mal in Konflikt mit dem einen oder anderen kommen. Lieber Herr Schnurrer, soll ich Ihnen was erzählen? Genau das ist uns beim Drehen mal auf der Hannover-Messe widerfahren. Also nicht uns beiden, aber mir. Da hatten wir nämlich eine Funkstrecke und wollten gerade loslegen zu drehen. Und plötzlich hörte der Tonkollege, ich habe es mir dann auch angehört, hat er plötzlich den Messestand von weiter von 50 Meter Entfernung seine wunderbare Show-Moderation mitten im Empfänger gehabt. Das heißt, wir konnten es natürlich dadurch lösen, dass wir mal eben schnell das Frequenzband geändert haben. Aber ne, das war so ein Paradebeispiel. Genau, und da sollte man halt nicht auf den falschen Frequenzen unterwegs sein, weil das kann dann echt Ärger geben, insbesondere wenn man das regelmäßiger macht. Also da ein bisschen drauf aufpassen. Ein Wort noch zum Thema überhaupt diese Funkstrecken. Es gibt in Deutschland da eine mittelalte Norm, also ist jetzt 2 Jahre alt. Und derzeit kann man sehr viele Funkstrecken kaufen, die halt tatsächlich nicht die neuen Frequenzbänder abdecken, sondern nur die alten, die man bald nicht mehr benutzen darf. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so etwas gebraucht kauft. Bitte genau darauf achten, werden die sogenannten E-Bänder mit unterstützt oder nicht? Und im Zweifelsfalle bitte nochmal nachschauen, aber das würde jetzt zu weit führen, hier dieses ganze Frequenzthema durchzudiskutieren. Haben ja noch ein paar andere Dinge auf dem Tablett, was man vielleicht noch beachten sollte rund um das Thema Audio und Aufnahmen. Insofern, das ist hier mal so ein Überblick, was man da so machen kann. Idealerweise hat man natürlich irgendwo das Mischpult. Hat dann auch die Möglichkeit, hier mit USB raus, aber eben auch mit USB reinzugehen. Das heißt, man kann über so eine Anlage auch dann auf seine Lautsprecher über USB eingespielte Musik oder andere Dinge reinspielen oder kann sich Soundeffekte vom PC oder Geräuscheffekte von wo auch immer her noch über USB reinholen. Das ist also eine sehr universelle Möglichkeit. Ist natürlich relativ groß, aber eine sehr praktische Variante, voranzukommen. Ja. Ist der Akku des Handys einmal leer, fällt das Telefonieren und das Versenden von Nachrichten pp. Noch so schwer. Ja, da helfen zum Beispiel natürlich Powerbanks. Da haben wir jetzt 2 Stück liegen hier, Variante 4000 mAh. Das Ding ist schon ein etwas groberer Klotz, auch ganz schick. Der hat aber schon 7800 mAh. Lieber Herr Schnurrer, das ist natürlich eine günstige Sache. Was heißt eine günstige Sache? Auch wahrscheinlich, aber auch eine entspannte Sache, wenn man irgendwo unterwegs ist und hat keinen Strom, aufladen, Akku aufladen. Genau, ne? Das ist genau das, was wir uns angeguckt haben. Wir haben uns Powerbanks angeschaut, also diese Sparbücher für den Strom des Smartphones. Man kann damit üblicherweise ein Smartphone nachladen. Faustregel kann man schon mal so von außen sagen, je dicker das Ding, desto mehr Energie passt auch rein, weil die Leistungsdichte relativ ähnlich ist bei diesen ganzen Akkus, die da drin sind. Das sind üblicherweise alles Lithium-Ionen-Akkus. Und da kann man halt sagen, je schwer, desto Leistung. Im Detail gibt es dann natürlich schon noch eine ganze Menge Unterschiede. Aber so Faustregel, was so groß ist wie ein Handy, lädt in der Regel auch so ein Handy einmal auf. Was deutlich größer ist wie das hier, lädt dann auch gerne mal mehrere Handys. Und jetzt beide kommt's. Gehen doch hier rein. Beide passen. Der passt noch hier rein hier und das auch. Also das passt noch rein, aber es gibt natürlich auch noch ein paar Unterschiede zwischen den verschiedenen Powerbanks. Insbesondere betrifft das das ganze Thema, was für einen Ladestrom können die tatsächlich liefern. Und so einfache Dinger wie das jetzt hier, das ist wirklich so was ganz, ganz Günstiges, das gebe ich zu, war auch ein Werbegeschenk. Die können halt wirklich nur 1 Ampere oder sogar noch weniger konstant liefern. Und dann kann ich bestimmte Geräte damit einfach nicht mehr aufladen. Das kann schon mal losgehen mit dem iPhone, was halt dann, mit 1 Ampere wird es gerade noch gehen. Aber wenn es zum Beispiel Richtung Tablets geht, die kann ich damit nicht mehr laden. Da brauche ich dann in der Regel schon so etwas in dieser Kategorie. Generell sollte ich auch, wenn ich mir so eine Powerbank anschaffen will und es soll ein etwas höherwertiges Gerät sein, sollte ich nochmal darauf achten, was für Lademechanismen werden unterstützt. Moderne Smartphones haben ja verschiedene Methoden zu laden. Der Klassiker über USB mit maximal 500 mA, das dauert ewig und 3 Tage, das macht heute kein Mensch mehr. Dann gibt es etwas bessere Geräte, die halt, oder modernere Smartphones, die halt bis zu 1 Ampere über das USB ziehen. Aber es gibt eben auch noch die Möglichkeit, dass man höhere Spannungen, beispielsweise bis zu 9 Volt, dort rauszieht. Und dann kann man natürlich, weil
letztendlich braucht das Gerät ja Leistung, also Strom mal Spannung, kann man dann natürlich in kürzerer Zeit mehr Leistung aus dieser Powerbank rausziehen. Dafür muss die Powerbank aber den entsprechenden Ladestatus oder das entsprechende Ladeprotokoll des Handys unterstützen. Das ist also die Seite, wo der Strom rauskommt. Dann muss der Strom natürlich in die Powerbank auch wieder reingehen. Auch da gibt es einige wenige relativ teure Powerbanks, kommen wir gleich noch dazu, die tatsächlich auch da spezielle Lademechanismen unterstützen. Das heißt, die ich mit mehr als 5 Volt laden kann und die dann auch relativ schnell geladen werden. Aber wenn man sowas kauft, geht das Ganze relativ schnell ins Geld. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass man das passende Ladegerät dazu hat. Also insgesamt gibt es eine Menge rund um das Thema Powerbanks zu sagen. Wir haben uns welche angeguckt, die günstigsten so um die 16 Euro und die teuersten, ja, die sind dann in die 50, 60 Euro. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach munter drauf los. Das erste Modell von Sony, CPF1L, hat 11,1 Wattstunden. Das ist nämlich die Einheit, die eigentlich wichtig ist. Wie viel Leistung kriege ich da raus? Normalerweise bei Geräten, die nur 5 Volt liefern, kann man das ausrechnen. Man hat die Milliampere-Stunden und man hat die 5 Volt. Und wenn die Angaben ehrlich sind, dann ist das halt klassisch Ampere mal die Spannung, also die Volts, und dann habe ich meine Watts. Meistens sind die Angaben oft von den Herstellern aber nicht so ehrlich. Also das hier ist dann tatsächlich die gemessene Leistung, die man da rausgekriegt hat aus diesen Geräten. Okay, das Modell von Sony kostet 16 Euro. Netzteil ist mit dabei, aber maximaler Ladestrom 1,5 Ampere. Und es lädt selber sehr, sehr langsam. Also hier habe ich keine spezielle Ladeschaltung mit drin, die das also schnell laden lässt. Aber nun gut, 16 Euro ist jetzt auch nichts besonders Dolles. Das reicht gerade so mal für eine Ladung eines typischen Smartphones, wie zum Beispiel ein Galaxy S6. Wenn ich ein Tablet damit laden wollte, wird das schwierig, auch schon allein wegen dem Ladestrom. Dann haben wir gleich daneben das zweite Modell von Samsung, EBPN 920, 17 Wattstunden kommen da immerhin raus, ist auch ein klein bisschen größer als das Modell von Sony, kostet dafür aber auch schon flotte 40 Euro. Warum das so teuer ist, merkt man dann, wenn man auf die weiteren Details guckt. Es liefert einen Ladestrom von bis zu 2 Ampere, hat natürlich ein schickes Gehäuse, aber es unterstützt eben die S6 und S7 Modelle, die ja bis zu 9 Volt Spannung vertragen. Das heißt, schnell laden geht damit einfach besser als mit den anderen Geräten. Und es ist selber auch schnell ladefähig. Das heißt, ich kann diese Powerbank auch selber schnell nachladen, wenn ich das entsprechende Netzteil dazu verwende. Unterm Strich 40 Euro für 17 Wattstunden ist trotzdem relativ teuer. Gut, wollen wir mehr Wattstunden für noch weniger Geld haben? Klar, wollen wir immer. Amazon Basics 35 Wattstunden ist da so ein typisches Modell, kostet 18 Euro. Es kommen maximal 1,5 Ampere raus. Es wird angegeben als 1000 Milliampere-Stunden Gerät. Das kommt auch in erster Näherung hin. Man kann zwei Geräte parallel laden und das hat insgesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schnellladung funktioniert damit natürlich nicht. Ja, dann kommen wir weiter zu Anker PowerCore. 33 Wattstunden kommen da raus, haben wir nachgemessen. Ist also auch ein 10.000 mAh Gerät. 20 Euro ist das Ganze. Es ist klein und leicht, hat aber leider nur einen Ausgang. Aber ansonsten ein Gerät, was mit bis zu 2 Ampere Gerät, Smartphones und Tablets nachladen kann. Es gibt reichlich an Auswahl. Das Problem ist auch sowieso, dass es gibt insgesamt sehr, sehr viele Powerbanks. Man kann die gar nicht alle testen, muss man ehrlichkeitshalber sagen. Wir haben uns versucht, auf die zu beschränken, die man auch tatsächlich unter diesem Namen regelmäßig kaufen kann. Es gibt unheimlich viele No-Name-Produkte. Das hier ist so ein ganz typisches No-Name-Produkt aus China. Da weiß man halt diese Woche nicht, was drin ist. Und beziehungsweise man weiß nächste Woche nicht, ob das gleiche drin ist, was diese Woche drin ist. Und das ist immer so ein bisschen Wabonspiel, also viel Geld sollte man dann für diese Geräte nicht ausgeben. Gilt da die Regel, wenn jemand sagt, naja klar, ich muss halt viel Geld ausgeben, um viel gute Qualität zu erlangen? Ist nicht immer so, ne? Nein, das ist leider auch nicht so. Das hat man ja jetzt an den ersten Geräten schon gesehen. Also man hat da auch durchaus preiswerte Geräte, die
ja, ordentliche Leistung liefern, aber dann bestimmte Spezialfeatures jetzt nicht haben. Also beispielsweise dieses Samsung Powerpack, was wir gerade gesehen haben, das lohnt sich eigentlich wirklich nur für denjenigen, der erstens so ein schickes Ding haben will und der zweitens auch ein S6 oder S7 hat. Sonst ist das einfach überproportional teuer. Na, also, gut. Okay. Kommen wir zu den nächsten. Munter geht's weiter. Ja. Mili Power Nova 2 liefert 32 Wattstunden. Ist ein Gerät in einem recht schicken Alugehäuse, hat das Ladekabel gleich mit dran. Das ist ganz praktisch. Das heißt, es ist wirklich fest dran. Da ist also fest ein Kabel dran und man muss also nicht noch extra ein Kabel mitschleppen, wie hier beispielsweise oder eben auch hier. Hier brauche ich ja immer noch eine Verbindung zu meinem Smartphone. Und dieses Käbelchen ist hier schon mal dran. Das kann ich dann nicht verlieren, kann es nicht dabei haben. Das ist schon mal ein schöner Vorteil. 40 Euro. Ich kann dort zwei Geräte parallel laden. 40 Euro. Ist aber dafür, dass es eben sonst keinen weiteren Schnickschnack hat, dann doch relativ teuer für diese Geräteklasse. Ja. Weiter geht's mit Pearl Revolt. 31,7 Wattstunden, liefert bis zu 2 Ampere Ladestrom. Es hat ein Display vorne drauf, was immer ganz wichtig ist. Es gibt auch hier relativ viele Informationen noch zusätzlich Preis. Hat dafür dann aber Probleme beim Laden von zwei Geräten parallel. Also das klappte jetzt nicht so gut, obwohl da zwei Buchsen dran sind. Das ist ein bisschen schade. Ja, 37 Euro hat der Kollege Morawitz ja schon gesagt. Ja, 40 hatte ich gesagt, 37 Euro war das genau. Aber auch witzig, bei der Powerbank ist ein Display. Frisst ja auch Strom, wenn auch nur minimal. Ja gut, das sind jetzt hier auch Displays. Ich meine, die meisten haben das so gelöst. Ja, genau. Ich habe hier halt so eine Taster, da drücke ich drauf, dann sehe ich, alle LEDs leuchten. Ja. Also muss es wohl relativ voll sein. Ja. Und das geht dann so langsam nach unten, klassische Balkenanzeige. Ja. Das reicht eigentlich auch. Dieses Display hier, das gibt noch Informationen, was für einen Ladezyklus man gerade fährt, was das für eine Variante unterstützt wird bei den verschiedenen Ladevarianten. Nice to have, aber kein must have. Das nächste für 66 Euro ist... Ja, genau. Power von Anker PowerCore Plus, 88,4 Wattstunden. Das ist schon mal eine ganze Menge. Mhm. Hat aber immerhin dafür genug Ladung, um beinahe 3 iPads voll aufzuladen. Unterstützt Quick Charge und kann insofern auch modernere Geräte sehr viel schneller laden. Es hat einen Quick Charge Ein- und Ausgang. Und es ist ein Quick Charge Netzteil dabei. Das heißt, hier habe ich also wirklich alles dabei, um dieses Ding schnell zu laden und um es schnell zu entladen, beziehungsweise mein anderes Gerät schnell wieder zu laden. Mhm. Dafür ist das Ding relativ schwer und klobig, aber wie ich eingangs schon sagte, von nichts kommt nichts. Ja. Also wer ohne viel Masse. Strom braucht, der muss auch ein bisschen viel schleppen. Ja, genau. Oder weniger. Ja. Gut, kommen wir weiter zu Rave Power Turbo. 10 Euro weniger, nämlich 56 Euro. Genau, so ist es. 61,2 Wattstunden, also mal ein bisschen weniger Leistung. Hat einen USB-Typ-C-Ausgang. Das sind diese modernen Stecker, wie ich sie an manchen Notebooks habe. Das heißt, ich könnte mit dem auch zum Beispiel ein Notebook nachladen, was mit diesem Typ-C-Stecker als Ladestecker ausgestattet ist. Quick Charge Ein- und Ausgänge, aber eben kein passendes Quick Charge Netzteil dabei. Das heißt, ich muss mir das noch extra kaufen. Ja, und ansonsten ist das Ding natürlich auch schwer und klobig wie der Vorgänger. Das ist dann halt etwas, was man da mit in Kauf nehmen muss, wenn man so viel Ladung, ich meine, 3 iPads laden oder 3-mal das iPad nachladen, das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer. Also für welches man auch sich immer entscheiden möge, mehr Leistung, mehr Kraft. Auch nett. Muss man halt schauen. Ne? Genau, je nachdem, wie stark sich die Tasche und der Geldbeutel ausbeulen sollen, gibt es da verschiedenste Varianten. Ja, und zum Schluss gibt es noch was, wie ich finde, Lustiges. Und zwar aus der Serie, was man alles Hübsches mit so einem Raspberry Pi, das sind diese kleinen Mikrocontroller, ja, hier die Kiste, da der Controller dazu. Genau. Machen kann. Und zwar was ganz Putziges, der Retro-Pie. Das ist jetzt kein besonders alter Kuchen oder sowas, sondern es ist eine Möglichkeit, wie ich auf einem Raspberry Pi
relativ einfach verschiedenste Emulatoren von Retro-Spielen draufpacken kann. Also irgendwelche Daddle-Konsolen, die es früher mal gab, irgendwelche alten Nintendo-Geräte und dann die dazu passenden Spiele, die kann ich dann quasi alle auf so einem kleinen Raspi laufen lassen und mir dort, ja, zusammen mit einem Monitor natürlich sehr bequem das Ganze, ja, nochmal zu Gemüte führen. Also so ein bisschen leichte Gänsehaut bekomme ich bei diesem Thema. Mich mit sowas noch gar nicht groß beschäftigt. Raspberry Pi ist mir klar, ist ein Begriff. Aber ich denke natürlich, wie Sie schon so fast angedeutet haben, an diese schönen entweder Daddelhallen oder in der Kneipe standen diese großen fetten Automaten. Und ich, lieber Herr Schnurr, habe damals unendlich wahnsinnig gerne Donkey Kong gespielt. Genau. Donkey Kong. Ja, und das sowas ist quasi heute auch möglich, hier drauf zu zaubern. Ne? Genau, das ist eben auch möglich, auf so einen Raspi drauf zu zaubern. Irre. Was ich brauche, damit das Ganze funktioniert, ist natürlich ganz klar, ich brauche einen Raspi. Ich brauche eine SD-Karte, damit das ganze Ding läuft. Ich brauche natürlich noch ein Netzteil, damit das Ganze vernünftig tut. Ich muss das Ganze an einen Monitor anschließen, sonst sehe ich nichts. Das geht per HDMI geht das total einfach bei dem Raspi 3. Hilfreich wäre es natürlich auch noch, wenn ich einen Netzwerkanschluss hätte. Das ist hier beim Raspi 3 dann sowohl über Netzwerk als auch über WLAN möglich. Die einfacheren Raspi-Versionen, also Raspi 1 und 2, haben dann das WLAN noch nicht mit drin. Ich empfehle aber für denjenigen, der ernsthaft vorhat, diese Retro-Geschichten mit dem Raspi zu versuchen, wirklich mit die Raspi 3-Version zu nehmen, weil die anderen längst nicht jedes Emulationspaket unterstützen. Und dann ruckelt's. Und wenn so Retro-Spiele ruckeln, macht es einfach keinen Spaß mehr. Also wenn Honky Donk das Fass zu lange in der Hand hält und auf mich nicht wirft, sondern einfach stockt, dann ist das doof. Was ich noch brauche, ist natürlich ein Joystick. Den brauche ich gleich von Anfang an, weil diese Retro-Raspi-Distribution, die ich da auf meine SD-Karte speichere, schon bei der ersten Installation guckt, was ist da für ein Stick dran und das dann auch entsprechend abgleicht. Wenn ich das im Nachhinein mache, ist das relativ mühselig. Also kleiner Tipp am Rande, den Joystick gleich anschließen. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich kann die nachher auch sehr gut konfigurieren. Das geht dann, wenn man es einmal eingerichtet hat, sehr schön. Aber ich sollte halt tatsächlich einen Joystick haben und mal ganz ehrlich, ein Retro-Spiel ohne Joystick, das macht einfach keinen Spaß. Ich kenn's ja nur mit einem Joystick. Ja, man kann auch die ganze Donkey Kong mit der Maus? Nee. Nein, das will kein Mensch. Will keiner. Das geht nicht. Also, Raspi Pi, dazu Retro-Raspi. Und dann hat man im Prinzip schon mal eine schöne Sammlung von Emulationen verschiedenster, ja, Retro-Spiele, Computer und Computerchen. Die Liste ist beeindruckend lang, wenn man sich das mal anguckt. Was da alles an Konsolen unterstützt wird, ist das echt irrsinnig. Ich muss jetzt gerade mal blättern, um zu der sagenhaften Tabelle zu kommen, weil das ist hier eine ganze Seite. Machen wir gleich die Tabelle auf die Schnelle, aber da habe ich jetzt eine Frage, bestimmt viele andere auch. Ja, okay, jetzt habe ich so ein Raspi, aber wie kriege ich denn jetzt hier Donkey Kong drauf? Beziehungsweise wo bekomme ich überhaupt als Beispiel Donkey Kong her? Das ist das anschließen und machen und tun und überhaupt. Und ja, genau. Also das ist das zweite Problem. Ich brauche natürlich neben dem Retro-Raspi, das ist quasi die Software oder Retro-Pi, wie es offiziell heißt, da habe ich dann quasi die Emulation für die entsprechenden Spielkonsolen drauf. Jetzt brauche ich noch eine Emulation oder ein Image des sogenannten ROMs, also des eigentlichen Spiels. Und da bewegen wir uns jetzt auf relativ dünnem Eis. Diese Spiele-ROMs sind zum Teil Copyright geschützt. Das heißt, ich darf sie nicht einfach kopieren. Trotzdem schwirren die natürlich durchs Netz. Aber alternativ gibt es auch eine ganze Reihe von Spielesammlungen, die ich mir kaufen kann für relativ wenig Geld. Zwischen 1 € und 9,99 € habe ich dann da hunderte von Spielen drin, zusammen mit den entsprechenden ROMs. Und dann kann ich die damit tatsächlich auch abspielen. Also an der Stelle, wie gesagt, bewegt man sich so ein bisschen auf dünnem Eis. Wenn man die Spiele im Original noch hat, dann kann man sich so ein ROM ohne weiteres auch irgendwo aus dem Netz herunterladen, weil dann habe ich ja die Lizenz, um das Spiel zu spielen. Schwierig wird es immer nur, wenn ich weder die Konsole noch noch das passende ROM habe. Im Original, dann bewege ich mich halt tendenziell erstmal in einem Graubereich. Wobei das bei Spielen, die es längst nicht mehr auf dem Markt gibt, eigentlich nur noch ein theoretischer Graubereich ist. Aber anyway, man sollte sich zumindest bewusst sein, dass man nicht wahllos alles aus dem Internet zusammenklaut. Wir wollen ja auch darauf hinweisen,
Genau, außerdem, wie gesagt, die bereits erwähnten Spielezusammenstellungen an Retro-Spielen, da habe ich eben ganz legal diese Dinger dann auch erworben. Das geht zum Beispiel für Android-Telefone relativ einfach, da kostet das Ding dann nur 1 €. Dasselbe dann auf dem PC hätte ich dann 10 € ausgegeben, aber da ist eine Möglichkeit ranzukommen. Ganz kurz nochmal zu den Spielkonsolen, die unterstützt werden. Also da sind solche Systeme dabei wie der Amiga, der Amstrad CPC, der alte Apple II, Arcade, also das NAME-System, Final Burn von Arcade wird auch unterstützt, Atari ST und alle Varianten bis runter zum Falcon, Atari 2600 und ja, alle weiteren Atari-Versionen. Commodore 64 ist vielleicht vielen auch noch ein Begriff. Das kenne ich so aus meiner ersten Daddelzeit noch. Hab ich da im Keller liegen. Ne, solche Dinge wie Dreamcast, das war ja auch mal eine ganz nette Konsole. Game Gear natürlich, ja klar, den Game Boy und den Game Boy Color, Game Boy Advanced, Intellivision, die alten Macintoshes werden noch unterstützt. Der Sega Master. Ich weiß nicht, ob sich da noch einer dran erinnert, das ist wirklich kenn ich schon noch. Eine Weile her. Sega Master. Natürlich auch Sega 32X oder die Sega CD, das MSX-System, Nintendo 64, wobei man da sagen muss, also das ist jetzt auf dem Raspberry Pi 3 nicht mehr mit allen Spielen problemlos spielbar. Manche Titel ruckeln da tatsächlich, also da ist der Raspi einfach zu schwach. Also dieser Mikrocontroller, der da drin steckt, da muss man dann sagen, okay, aber Nintendo 64 ist ja auch schon fast keine Retro-Konsole mehr, sondern ist ja schon beinahe noch modern. Sind wir noch? Es geht noch munter weiter. Ja. PSP ja. Beispielsweise, um noch was Bekannteres zu nennen. Super Nintendo natürlich. Was haben wir hier noch? ZX Spectrum für die ganz, ganz Alten unter uns. Dieses kleine Kistchen. Und was ganz lustig ist, also einige haben sich hier auch wirklich viel Mühe gemacht rund um den Retro-Pi. Man kann sich mit einem 3D-Drucker auch tatsächlich so eine Nintendo-Konsole nachbauen und dann da diesen Raspi reinsetzen. Also auch solche verrückten Sachen sind da möglich. Alles in allem eine schöne Sache für die Leute, die Retro-Spiele mögen, die halt mal wieder Lust haben, sowas ja, nachzubauen. Vielleicht auch mal ihrem Nachwuchs zu zeigen. So damals haben wir uns damals die Zeit um die Ohren geschlagen. Schlussfrage. Ja, Schlussfrage. Jetzt hat jemand richtig Bock auf dieses Teil und sagt, ich möchte so ein Raspberry Pi 3. Costa quanto? So ungefähr. Costa quanto? Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube so um die 32 €, wenn mich nicht alles täuscht. Lächerlich, ne? Also relativ wenig. Aber wie gesagt, man braucht halt noch eine SD-Karte dazu, ein Netzteil. Und irgendwo muss ein Monitor auch herkommen, aber den hat man ja vielleicht sogar noch. Wo man seinen normalen PC mit anschließt. Viel Spaß damit. Und das war's. Freut mich, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben auf dieser Version der Technik Ranch. Und ja, basteln Sie doch mal was mit einem Raspi. Macht wirklich Spaß. Kann ich nur empfehlen. Donkey Kong kann ich noch vom Sound her so ein bisschen. Genau. Genau, sowas in der Preislage. Also, in diesem Sinne, war schön, dass Sie da waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter und weiter, weiter und weiter, weiter und weiter. Sie wissen ja, wir arbeiten immer noch an der Weltherrschaft. Und das erreichen wir erst, wenn wir Milliarden von Abonnenten hier auf YouTube haben. Aber da sind wir noch ganz weit von entfernt. Insofern, wir brauchen Sie noch, Ihre Unterstützung. Empfehlen Sie uns weiter. Und weiter. Bis zum nächsten Mal. Und Moment, da war noch was. Natürlich. Wie war denn das mit dem Kaffee-Euro? Theoretisch, letztes Mal hatte ich ja 2 gegeben. Ja, stimmt, hat er eigentlich recht. Nee, okay, also dann ist per Vorkasse hat er seinen Kaffee bezahlt. Das finde ich gut. Boah, man sollte man ja eigentlich nie machen, per Vorkasse was bestellen. Aber Unglück. Ja, bei Schnurrer kann man schon mal per Vorkasse einen Kaffee bestellen. Das funktioniert. Tschüss. Bye-bye. Abonnieren, ja? Und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haare kriegen.